ein YouTube-Filmchen über das Durchmessen und Testen von Batterien und Akkus. Ich bin dafür über 12 Stunden Filmmaterial über Batterien durchgegangen, die ich so gefunden habe, auf der Suche nach ein paar vertrauensvollen wissenschaftlichen Experten, und mir ist aufgefallen, unter dem Deckmantel des Expertentums gibt es sehr, sehr viele Verkäufer. Das sind einfach nur Verkäufer, also Experten, die Vorträge halten nach dem Motto: Hi, ich habe es extra mit den allerbesten Searchable Keywords gespickt, die ich so finden konnte zum Thema. Thema des Vortrags war der deutsche Ingenieur und Innovationen in der Volkswirtschaft. Wie Sie auf Folie 1 sehen, sehen Sie nichts. Das ist Hightech, meine Damen und Herren. Hightech! Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist Hightech. Es gibt da dieses Problem. Dieses Problem habt ihr alle, denn ihr alle benutzt Akkus und in Zukunft wird das Thema immer wichtiger. Also befasst euch besser jetzt damit als gar nicht. Ja, die technischen Hintergründe sind total schwierig. Versteht kaum einer. Ich werde da jetzt in meinem Vortrag natürlich nicht im Detail drauf eingehen, denn Wissen ist Macht. So ganz im Groben geht's halt so. Wir messen die Coulomb-Effizienz mit thermischer Impedanzspektroskopie. Pointing Vector, imaginäre Zahlen. Das ist Umweltschutz. Der Rest geht dann über Kapazität, Kopplung, Pointing Vector und so weiter. Sie wissen schon. Das ist Hightech. Lebensdauerzyklustests, Rasterelektroden, Mikroskop, Spektroskopie, Ultraschallsonographie, Image Processing. Denn guess what? Ich kenne die Lösung. Besser noch, ich kann sie euch verkaufen. Im Anschluss an meinen Fachvortrag könnt ihr gerne an mich herantreten. Because I am super Experte. Look at me, I'm professional. I know everything you don't need to know. Ihr seid alles meine potenziellen Kunden, die sich diesen Scheiß noch freiwillig reinziehen. Bis hierhin. Also. Das ist wahre Hightech. Ihr alle habt Probleme mit Batterien, denn ihr wisst nichts darüber. Wozu müsst ihr was über Batterien wissen? Es spart euch Kosten, Ärger, Ausfallzeiten für eine ganz kleine Investition. Ja, das ist eine Investition. Und in mich, euren super Professor, der alles weiß, spart ihr euch eine Menge Ärger. Keine technischen Hintergründe, kein wissenschaftlicher Background. Brauche ich nicht. Ich brauche nur Emotionen und Pseudofakten und ein blendendes Aussehen. Schaut mal, ich habe sogar Hosentaschen. Ha! Wenn das nicht gut vorbereitet ist hier auf diesem Vortrag. Worum ging's eigentlich? Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, jetzt muss ich noch die richtige Online-Marketing-Strategie losfahren und dann läuft das Ding. Das sind Selbstläufer. Batterien und so hier. Macht kein Mensch. Außer mir. Ich sag euch, wie es geht. Oder auch nicht. Ihr seid zwar alle mit der Erwartung hergekommen, es zu lernen, aber in Wirklichkeit seid ihr einfach nur an Verkäufer geraten. An einen extrem gut aussehenden Verkäufer. Der über allem stehende innovative Ansatz liegt in der spektralen Impedanzmessung. Hier die Ortskurve, die den Verlauf der Impedanz bei verschiedenen Messfrequenzen anzeigt. Unsere Messgeräte ermitteln hierzu durch Messungen in den Bereichen der Elektrolyte, Elektroden und der Diffusion mit einem speziellen Algorithmus den Gesamtzustand Ihrer Batterie. Mit unserem innovativen Ansatz ermitteln wir innerhalb nur einer Sekunde den kompletten Batteriezustand durch gleichzeitiges Messen des AC-Widerstands, des DC-Widerstands sowie der Batteriespannung. Über das intuitiv zu bedienende PC-Programm erhalten Sie sofort alle relevanten Informationen: die Frequenz, die Impedanz, die Spannung und die Temperatur. Zur Datenablage oder für Analysen können Sie die Messergebnisse im Text- oder CSV-Format exportieren. Jetzt bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe noch zu tun. Ich mache jetzt ein Fass auf. Das sollte kein Problem sein. Wie misst man die Lebensdauer? Was ist mit Feldversuchen? In Feldversuchen, in the field. Hier ein Anwender, der sich schon seit 1982 mit Pedelecs, Elektrofahrrädern und E-Bikes beschäftigt. Das können wir leider nicht messen. Also das würden wir gerne. Also wir haben mit der Deutschen Post, mit den Postradfahrern, haben wir quasi 23.000 Testfahrer gehabt. Die Problematik war, dass wir dann nach 4 Jahren wussten, der Akku hält 4 Jahre. Das aber für die Katze ist nur noch historisch interessant. Weil dieser Akku, der war nach 4 Jahren gar nicht mehr verfügbar. Im Prinzip kann man sagen, jeder Akku-Zelltyp ist nach einem Jahr schon wieder upgraded. Da hat der Hersteller irgendwas verbessert, hat Elektrolyt verändert, hat Anoden- oder Kathodenmaterial verändert, hat Montageschritte verändert. Und manchmal ist eine Verbesserung auch eine Verschlechterung. Das weiß man aber dann erst nach ein paar Jahren. Da kann man nur historische Statistik sammeln. Das ist natürlich interessant, aber bringt nichts. And you're trying to make lithium-ion cells better, and you don't want to test for a long period of time. You do these high precision measurements and you can tell, has the electrolyte additive helped or hindered what you're trying to do. Und hier sehen wir einen der berühmtesten Batterieprofessoren der Welt. Er ist quasi eine Mischung aus Meister Propper und Captain Picard. Dieser Professor macht zumindest exzellentes Selbstmarketing und bleibt dabei super süß und sympathisch, was man an folgenden Aussagen sehen kann. The battery manufacturers are a lot smarter than university professors.
you suggest an experiment, they say, we don't want to do that. Waste our resources. And we say, well, the scientific value is important. We got to do it. To be able to say, okay, the difference between that cell and that cell is because of the electrolyte additive, not because some graduate student made a crappy cell. Or a professor made a crappy cell. Like, my cells are really crappy. We built the characterization tools from an electrochemical point of view, and now it's time to do the hard stuff. This is about the simplest model you could ever come up with. I thought of that walking home one day. I wasn't writing fancy equations on the blackboard for years. I'm a simple-minded guy, and I like simple stuff. I think the diesel guys are excited, the gas guys are excited, and the EV guys are excited. Everybody's excited. And I'm excited. Weil ich selbst keine Ahnung habe, habe ich mich durch ein paar Paper gequält und stelle jetzt was aus meinen Top 3 Favorites vor. Für die Entwicklung von Zustandsdiagnosekonzepten braucht man eine solide Kenntnis der internen Alterungsmechanismen von Batterie- und Akkuzellen. Das haben wir im letzten Video abgehakt und ich danke hier an dieser Stelle dem Künstler, der dieses wunderschöne Übersichtsbild gestaltet hat, dass das Ganze nochmal gut zusammenfasst. Bitte jetzt auf Stopp drücken und eine halbe Stunde lang begutachten. Hier sehen wir zum Beispiel die SEI-Bildung, das Lithium-Plating, Kapazitätsverlust durch Einlagerung von aktivem Lithium, bam, weg, und eine Erhöhung des Innenwiderstandes. Irgendwo steht das nochmal erklärt. Degradationsmechanismen führen zu Decreasing Capacity and Increasing Resistance over Lifetime. Der Lifetime-Model-Performance-Parameter schlechthin ist die Kapazität der Batterie. Der State of Health wird in den meisten Fällen auch so definiert. Die aktuelle Kapazität geteilt durch die Referenzkapazität, die zum Anfang der Lebensspanne der Batterie zur Verfügung stand. Die meisten definieren sich ab 80% der Initialkapazität oder ab 200% des anfänglichen Innenwiderstands ist mein End of Life erreicht. Am liebsten wollen wir den aktuellen Status der Komponente wissen und eine Prognose für die zu erwartende Lebensdauer. Warum nicht? Dabei muss klar sein, dass die schwächste Zelle die Performance des ganzen Systems maßgeblich bestimmt. Und es gibt jetzt drei Arten, das den SOH zu messen. Direkt, adaptiv und modellbasiert. Eine direkte Messung ist die Bestimmung der sogenannten Coulomb-Effizienz. Auch Professor Dan scheint ein großer Fan dieser Methode zu sein. Allerdings misst er auch eher im Labor-Setup. When you do testing of a lithium-ion cell, this is what you normally do. You discharge it and you charge it and you discharge it and you charge it between fixed upper and lower voltage limits. And you measure the capacity of the cell during charge-discharge cycling. So the capacity when you're doing this experiment at constant current is very easy to calculate. It's the constant current times the time. So this ratio, the Coulombic efficiency, the ratio of the charge the battery delivers to that which you store, should it be exactly one. And if it is exactly one, the lithium-ion cell will last forever. And if you could measure the Coulombic efficiency really accurately, you could use it to tell the magnitude of the parasitic reactions going on in the cell. It's being charged, that's removing lithium, making the material more oxidizing, then add the lithium back, and it doesn't come all the way back to the axis. And every time you charge and discharge, the curve keeps shifting to the right. More and more electrolyte gets oxidized, and that oxidation of electrolyte causes the charge imbalance between charge and discharge. These parasitic reactions that are going on in the cell, they're bad. Eine kleine Anmerkung von mir. Als nächstes sagte Jeff, dass der Strom auf 4 Dezimalstellen genau gemessen werden muss und behauptet dann, dass das sehr kompliziert wäre. If you want to make statements about the lifetime of cells based on Coulombic efficiency measurements, you've got to measure at least to the 4th digit in accuracy and precision. But charger systems that you buy can't do this. Also ich bin ja jetzt kein Experte, aber das ist ja quasi nur ein DC-Strom, auch noch batteriebetrieben, also floatend, einfacher geht's nicht. Kann man da nicht einfach irgendeinen Hochtemperatur, supergenauen Strommesswiderstand nehmen oder von mir aus, was weiß ich, irgend so einen Koaxialschand? Und wenn man es ganz genau haben will, nimmt man kein teures Messgerät, sondern einen total billigen Analog-Digital-Wandler-IC. Zum Beispiel ein 16-Bit-ADC könnte an die 65.000 verschiedene Zahlenwerte beschreiben. Muss man sich natürlich in seinen Strom- und Spannungsbereichen genau auf den Eingangsbereich einstellen, der für den IC vorgesehen ist. Zum Beispiel hier 1,5 Volt. Damit kannst du messen auf 24 Mikrovolt genau. Mikro, das ist 10 hoch minus 6. Sollte ausreichen für die 4. Stelle hinterm Komma. Vor allem, da der Ladestrom in dem Labor Setup ja auch konstant gehalten wird und man den Wert vorher schon kennt und man keinen großen Bereich abdecken muss. Aber die genauen Werte und Anforderungen kenne ich jetzt natürlich nicht, kann ich nicht beurteilen. That these things output, even though they're very accurate and stable, we still pass those currents through precision resistors at the top of these racks
and measure the voltage on the precision resistors to keep track of the current really well. And with this device, we can measure coulombic efficiency very, very accurately. Aber stimmt schon. Je imposanter der Schaltschrank, desto besser die Messung, ganz klar. Aber ich sag dir, die sind nicht billig, du. Der letzte Schrank ist auch schon fast der teuerste. Hier ist unser Messsystem drin, wird das Ganze auf diesen zentralen Rechner geschoben. Liegt da seit 10 Jahren als ASCII-Datei, ist es da, kann aber in eine Excel-Datei dann auch umgewandelt werden. Um den roten Faden weiterzuführen, erklärt der Jeff weiter, dass die Coulombic Inefficiency durch die Zyklusdauer ein ganz passabler State-of-Heath-Parameter sei. Instead, plot the Coulombic Inefficiency, which is 1 minus the CE, so just flip the data over. And if you divide 1 minus the Coulombic Efficiency by the time of a cycle, all the data falls on a universal curve. Okay, so it's telling you that time of exposure is really the bad actor here in the failure of these cells at elevated temperature. And now these measurements can be used to rank all lithium-ion technologies. Well, do you want to test for 8 years before you find out if it's better or not? The data that I showed you on the previous slide is for the additive set in the blue box. So we've identified additives that are much, much better. Single experiment. Pretty cool. Eine weitere direkte So-Messung ist die Messung der Spannung über der Zeit während des Ladevorgangs oder elektrochemische Impedanzspektroskopie. So you're measuring a spectrum, has to do with resistance, impedance, the blockage of electric current and electricity chemistry. We have an input and an output where we could attach an electric connection to, but we don't quite know what kind of circuit is inside of this little black box. When you model a battery like an equivalent circuit, you kind of are able to sometimes take a component, like say R1, decouple it from the other two, and look at just how the behavior of R1 changes while a battery is cycling using EIS. Let's take a battery and apply a very small alternating current or AC signal to the battery. The current flow will alternate between positive and negative current. At first, when we are applying this AC current to the battery, we use a very, very fast frequency small current. And then as time goes on, we use a slower and slower and slower frequency current. At different frequencies inside of the battery, you get different phenomena happening. What you end up getting is a shape like this. When they first performed EIS, they found that it had a much lower value. But then as you cycled the battery, it increased to higher and higher and higher impedance values to show that the impedance is growing. Here's another great example of a solar cell, and it demonstrates the ability to measure 5 different regimes. We're going to get a series resistance, we're going to get cathode kinetics, porous electrode transmission line, and to recombination and into diffusion limiting response. We get all this information in a single experiment. When we talk about impedance measurements, these are made at high frequencies, megahertz level, and EIS can determine the total individual mechanisms contribution to the characteristics of the cell in a single experiment. And this is going to allow us to do a lot of different things like fault analysis or study state of charge of batteries and this kind of things like this. Also die meisten Hersteller von solchen Batteriemessgeräten präsentieren immer solche Ortskurven hier, ein Nyquist-Plot, das Impedanzspektrum einer Lithium Ionenbatterie und diese Batterie kann man mit einem äquivalenten Schaltplan modellieren und dann Rückschlüsse auf die interne Art der Alterung ziehen, je nachdem, wie die Kurve aussieht oder wie sie sich im Lauf der Alterung der Zellen verändert von Messung zu Messung. Dann gibt es adaptive Methoden, die weitere Batteriewerte als Indikatoren für den Batteriezustand heranziehen, zum Beispiel die hier. Und dann gibt es noch modellbasierte Methoden. Ich habe jetzt auch nicht genau verstanden, was da der Unterschied ist. Wahrscheinlich gibt es für diese modellbasierten keinen physikalisch-chemischen Hintergrund, sondern das sind einfach empirische Modelle, wo man gemessen wurde mit ganz vielen verschiedenen Variablen und das wird dann irgendwie gefittet mit einer multiplen Regression oder auch neuronalen Netzwerken. Also so erkläre ich mir das. Wer es besser weiß, kann ja schon mal die Tastatur bequemen. Zurück zum Thema. Was ist mit beschleunigter Alterung, also Accelerated Aging und Zyklenwechseltests? Ist das anwendernah genug für Akkus und Batterien, um Aussagen für das echte Leben treffen zu können? It's pretty hard to design a lithium-ion battery that lasts a long time. But it's even harder to prove that it will. Doesn't make sense until you read the fine print. And the fine print is right here at the top. And how are these batteries tested? Well, this 1.5C means it was charged in about 40 minutes. And this minus 2.5C means it was discharged in about 20 minutes. So each charge discharge cycle takes about an hour or maybe a little more. So this entire test took about 500 hours or so. Okay, so this experiment was done very rapidly, a little less than a month. Now, if you take the same exact cell, which comes from A123, and you test it, where you do a charge discharge, the discharge takes 56 hours and the charge takes 56 hours. That's the red curve. And you plot capacity versus cycle number. You can see the thing dies really fast in cycle count. So this blue data is the 60 degree data I showed you on the previous slide. And the red data is what happens if you go much more slowly. So the time of each cycle takes much, much longer. So the point is that you get a very lot of
capacity loss versus cycle number when you go slow at high temperature, because there's chemical reactions going on in the cell that are bad. And when you do charge discharge rapidly, all you're doing is beating the clock. You're beating the clock on these time-dependent parasitic reactions. And it shows that cells have to be cycled under realistic conditions to give a meaningful cycle and calendar life determination. And just as a point of interest, in lab results, they can get 5,000 cycles and such, but that's in a laboratory setting. So in the real world, nobody actually knows how long these things will last for. But what I've seen people do with recycled cells that they buy off of eBay, how many cycles they get after that, is pretty incredible. So I think a lot of these lithium batteries are not being pushed to their limit. So I think if you know what you're doing and you use the right chemistry and you use these batteries appropriately for an application, these numbers are so large that it probably doesn't matter to us mortal humans. And also, these batteries are dropping in price so significantly that you need to factor that in as well. You use a lot of different techniques, not just one, to really answer the questions you're trying to ask. And that's the scientific research process. Hope it wasn't too awkward with me like leaning over the whole time. Hi. Apropos Batterietests, etwas anwendernah zum Nachmachen. Bitte nicht nachmachen. Batterien abschlecken, um zu prüfen, ob sie noch voll sind. Kennt ihr noch weitere Methoden? Klärt mich auf. Denn die wahren Experten sitzen immer hinter der Kommentartastatur. Dann gehe ich jetzt mal weg hier. Knallgas. Wie kann sich ein Ingenieur das helfen, um den Ladezustand einer ausgebauten Autobatterie zu prüfen, ohne den Einsatz technischer Hilfen? Und das war der Batterie mitgebracht. Nein, gut, danke. Und du darfst uns beweisen, dass deine bisher gezeigten Worte, dass der Ingenieur gar nicht weiter braucht als ich selbst. Du hörst gemein. Entsprechend dem Ladezustand der Batterien diese nun prüfen. Du darfst uns so machen, wie man das eigentlich ohne ein Multimeter macht. Ich habe das gewissermaßen Labor des Öfteren oralerweise vorgehört. Dieses! Das ist gleich die erste. Wir haben alle drei voll gemacht. Jetzt aber so, eine ist voller als die andere. Die ist voller. Die ist am vollsten. Ich habe ja ganz aus Versehen so eine Kunstfigur erschaffen hier. Alias euer Chef des Vertrauens oder Professor Zweistein. Wie soll ich diese Kunstfigur nennen? Weiß jemand noch einen besseren Namen? Ja, vielleicht kommt noch mal irgendwann ein Video Batterieherstellung, Lifecycle Assessment und sowas. Ne? In ein paar Jahren. Lange wird der nicht mehr alt. Muss ich eine neue Kunstfigur erschaffen. Tschüss. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Mit A.